Dass der Abbau von Lithium problematisch ist, das habe ich schon öfters in meinen Videos angesprochen. Die größten Lithiumvorkommen, die liegen in Südamerika. Das könnte eigentlich eine enorme wirtschaftliche Chance für die Region sein, aber in Ländern wie Chile leiden die Einheimischen ziemlich unter der Gewinnung. Bis zu 24.000 Liter Wasser werden dort nämlich verbraucht, um genug Lithium für einen einzigen Akku eines E-Autos herzustellen. Warum die Lithiumproduktion in Chile so problematisch ist, ob Bolivien das Ganze besser hinkriegt und ob ein Startup aus den USA die Lithiumgewinnung nachhaltig revolutionieren kann, das schauen wir uns heute an und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst und los geht's. Für die Batterie von so einem Smartphone werden bis zu 3 Gramm Lithium gebraucht. Für einen Laptop sind es 30 Gramm. Und bei E-Auto-Batterien sind es gleich mehrere Kilogramm, je nach Batterietyp bis zu 50 Kilogramm. In den Akkus wird Lithium sowohl für den Elektrolyt als auch für die Anode und die Kathode benutzt. Lithium-Akkus, die werden besonders gerne verwendet, weil ihre Energiedichte und ihre Zyklenlebensdauer deutlich höher sind als bei anderen Batterietypen. Warum das überhaupt so ist, dafür habe ich heute mal Techtastisch eingeladen, der euch das jetzt mal kurz erklärt. Warum jetzt ausgerechnet Lithium-Akkus so gut abschneiden, liegt noch nicht mal nur am Lithium. Aber wenn man sich jetzt mal metallisches Lithium so anschaut, ist das mit einer Energiedichte von ca. 16.000 Wattstunden pro Kilogramm wirklich gut. Aber die Batterien bestehen nur aus 3-4% daraus. Die anderen Materialien sind also auch wichtig. Die Elektroden zum Beispiel. Die haben verschiedene chemische Potenziale und je weiter die auseinander sind, desto höher ist am Ende die Zellspannung im Akku. Man kann jetzt aber nicht herkommen und einfach so die theoretisch besten Elemente in einen Akku klatschen. Da spielen nicht nur Kosten eine Rolle, sondern auch wie zuverlässig man das Ganze machen kann. Und das ist die Lebensdauer des Akkus und die wird in Anzahl von Zyklen angegeben, also wie oft kann man das Ding entladen und wieder aufladen. Und bei Lithium-Ionen-Akkus kann man bei optimalem Auf- und Entladen sogar nach 3000 Zyklen immer noch 80% der optimalen Kapazität erreichen. Also kommt man so auf circa 8 oder 9 Jahre, wenn man jeden Tag sein Handy lädt. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Man kann also sehen, es sind alle möglichen Bestandteile des Lithium-Ionen-Akkus. Und zwar legen sich die Lithium-Ionen beim Laden und Entladen zwischen den Schichten der Elektroden ab. Und dadurch ändert sich dann die Struktur von diesen nicht so stark, was den Stress der Batterie reduziert und in der Theorie auf jeden Fall für eine längere Lebensdauer sorgt. Und dann kommt auch noch die geringe Selbstentladung der Lithium-Ionen-Akkus dazu. Und jetzt wisst ihr Bescheid, warum so ziemlich jeder aktuell, zumindest bei portablen Geräten, auf Lithium-Ionen-Akkus setzt. Und damit zurück zu Jakob. 2019 hat die Batterieproduktion allein 65% der gesamten Lithiumverwendung ausgemacht. Damit hat sich der Industriesektor in 4 Jahren mehr als verdoppelt. Der Anteil der Keramik- und Glasindustrie ist hingegen von 31% auf 18% gesunken. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass bis 2030 jedes Jahr mehr als 240.000 Tonnen allein für die Automobilindustrie gebraucht werden. Bis 2050 könnten es sogar 1,1 Millionen Tonnen sein. Zum Vergleich, das ist mehr als das Dreifache der Masse des Kölner Doms. Und irgendwo müssen diese enormen Unmengen ja auch herkommen. Ganze 85% des weltweiten Lithiumvorkommens, die sollen im Dreiländereck, also zwischen Bolivien, Chile und Argentinien, lagern. Deshalb wird aus der Region auch sehr viel Lithium bezogen. In Bolivien ist die Wertschöpfung im Moment noch im Aufbau, hat aber enorm großes Potenzial. Dazu kommen wir aber gleich noch. Zwischen 2000 und 2016 lag der Anteil von Chile in der Weltproduktion noch bei 42%. Stand 2018 soll er auf 20% zurückgegangen sein, während Australien wohl mittlerweile 63% des Lithium fördert. Das hängt unter anderem mit dem steigenden Bedarf und den steigenden Preisen zusammen. Auch wenn Chiles Anteil in der Weltproduktion schrumpft, steigt dort die Produktion trotzdem immer weiter. Also 2018 waren es ganze 16.000 Tonnen und damit 15% mehr als im Vorjahr. In Australien ist tatsächlich dieser Abbauprozess von Lithium ganz anders als in Südamerika. Das ist super wichtig zu sagen. Dort wird Festgestein in Bergwerken abgebaut, das Minerale wie zum Beispiel sogenannte Spodume enthält. Aus Spodumen wiederum kann dann Lithium gewonnen werden und dieser Prozess ist damit relativ ökologisch vertretbar. In Chile opfert man tatsächlich für den Bergbau hingegen riesige Mengen einer sehr knappen und lebensnotwendigen Ressource, und zwar Wasser. Die Wasserressourcen in Wüstengebieten, die sind von Natur aus natürlich knapp. Trotzdem haben sich die Ureinwohner Chiles an die Trockenheit in der Atacama-Wüste gewöhnt und gelernt damit zu leben. Da wirkt es schon irgendwie absurd, dass sich mitten in diesen Wüstenregionen riesige angelegte türkisfarbene Wasserbecken befinden, die ca. 20 mal so groß sind wie in einem Fußballfeld. Und das nur, damit das Wasser darin dann wieder verdunsten kann.
in den sogenannten Salaren befindet sich Sole mit einem Salzgehalt von ca. 300 Gramm pro Liter. Das ist mehr als 8-mal so viel wie im klassischen Meerwasser. Und die Sole, die stammt aus Gesteinen im Untergrund und wird in den Becken angereichert. Sie enthält unter anderem Lithiumcarbonat, aus dem dann das Lithium für die Batterien gewonnen werden kann. Im Prinzip wird die Sole erstmal einfach der Sonne überlassen, so lange bis 95% des Wassers verdunstet sind. Das Lithium wird dann chemisch aus den Rückständen gewonnen. Und allein durch diese Verdunstung können erstmal Salze wie Natriumchlorid oder Kaliumchlorid ausgefällt werden. Dieser Prozess, der wird auch als Lithiumgewinnung durch chemische Ausfällung bezeichnet. Chemische Ausfällung bedeutet das Ausscheiden von einem gelösten Stoff aus einer Lösung. Zum Beispiel durch die Veränderung von Parametern wie Druck, Temperatur oder halt den pH-Wert. Und es ist halt so, dass diese Salze nicht einfach verdunsten, sondern die werden zum Beispiel in Form von Flocken oder Tröpfchen abgegeben, weil sich das äußere Umfeld verändert. Man kann das Ganze auch noch anders herbeiführen, also zu einer Ausfällung kann es auch kommen, wenn man zum Beispiel Substanzen hinzufügt. Deshalb werden bei dieser Lithiumsole im weiteren Verlauf auch noch Fällungsmittel wie zum Beispiel Kalk hinzugefügt. Am Ende wird diese Lithiumlösung bei 80 bis 90 Grad karbonisiert. Karbonisiert heißt, dass es mit Natriumcarbonat reagiert und so Lithiumcarbonat entsteht, was dann gereinigt wird und so am Ende reines Lithium für die Batterieproduktion ergibt. Um eine Tonne Lithium zu produzieren, braucht es je nach Konzentration 0,4 bis 2 Millionen Liter Sole. In einem Akku von so einem Tesla Model S stecken so 12 Kilogramm Lithium drin. Das heißt, dafür alleine müssen 4.800 bis 24.000 Liter Sole hochgepumpt werden. Und das mal zum Vergleich, eine normale Badewanne passt so zwischen 150 und 180 Liter. Je nachdem benötigt man also so 30 bis 160 Badewannen Sole pro Batterie. Und jedes Jahr werden deshalb durch die in Chile ansässigen Firmen mehr als 63 Milliarden Liter Salzwasser unter der Wüstenerde hochgepumpt. Das sind pro Sekunde mehr als 2000 Liter. Und dazu kommt, dass die Industrie eine Menge Süßwasser aus den umliegenden Wasserquellen braucht. Unter anderem, um die Anlagen zu reinigen und das Lithium chemisch aufzubereiten. Aber da kommt gleich noch mehr dazu. Laut der Bergbaukommission von Chile wurde der Atacama-Wüste zwischen 2000 und 2015 viermal so viel Wasser entzogen, wie auf natürliche Weise in das Gebiet gelangt ist. Und im Prinzip gibt es in Gegenden wie der Atacama-Wüste zwei Sorten Grundwasser. Also die erste Sorte ist das mineralhaltige Grundwasser. Dieses Wasser befindet sich in mineralhaltigen Gesteinen, die nicht allzu tief unter dem Erdboden liegen und wird halt für diesen Lithiumabbau verwendet. Und unter diesen Gesteinsschichten liegt dann die zweite Sorte, das normale Grundwasser, also im Endeffekt einfach Süßwasser. Und Süßwasser wird halt mit Förderbrunnen angezapft, damit man es trinken kann oder es halt für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Und jetzt ist es so, durch diese Lithiumgewinnung werden Unmengen an salzhaltigem Wasser hochgepumpt und verdunsten an der Oberfläche. Und weil mehr entzogen wird, als durch Regen oder Schmelzwasser in der Region wieder hinzukommt, senkt sich der Salzwasserspiegel ab. Wenn die Absenkung dieses Salzwassers zu hoch ist, kann Süßwasser nachströmen und sich mit dem mineralhaltigen Grund vermischen. Und wenn dann irgendwann die Förderbrunnen versiegen, fehlt der Region komplett das Trinkwasser und an Bewässerung für Landwirtschaft und so ist gar nicht mehr zu denken. Der Lithiumabbau bedroht also die Lebensgrundlage der Anwohnenden. Schon jetzt gibt es belegbare Konsequenzen von diesem Lithiumabbau. Eine Studie der Arizona State University hat untersucht, wie die Lithiumgewinnung in der Atacama-Wüste der Umwelt schadet. Dabei wurde ein Rückgang der Vegetation, steigende Tagestemperaturen, abnehmende Bodenfeuchtigkeit und logischerweise mehr Trockenheit beobachtet. Es kommt aber auch schon zu gesellschaftlichen Veränderungen, die auch ziemlich problematisch sind. Einer Studie zufolge hat sich von 2002 bis 2017 die Anzahl der Arbeitskräfte von außerhalb verdoppelt und das ist ein Problem für die Leute, die dort leben. Im Umkehrschluss ist tatsächlich dann halt der Anteil der lokalen Arbeitskräfte von 52% auf 18% gesunken. Das wird von den Einheimischen natürlich nicht einfach so hingenommen und auch dadurch kam es halt dazu, dass es zu vielen Protesten kam und die Leute halt ja Aufruhr gestartet haben. Bei Chiles Nachbar Bolivien sieht die Situation ganz anders aus. Bolivien setzt nämlich auf eine andere Taktik, um nicht von Interessen aus dem Ausland kontrolliert zu werden und einheimische Arbeitskräfte mehr mit einzubeziehen. In Bolivien liegt der Salzsee Salar de Uyuni und zwar in den Hochebenen auf so 3653 Meter Höhe. 6 bis 9 Millionen Tonnen Lithium sollen sich dort verbergen. Und mit etwa 10.000 Quadratkilometern ist der See nicht nur viermal so groß wie das Saarland, sondern auch die größte Salztonebene der Welt. Aktuell existiert da noch keine Infrastruktur für die Lithiumförderung, aber 2018 wurde eine entsprechende Kooperation zwischen Bolivien und dem deutschen Unternehmen Akiza vereinbart. Ab 2022 sollten dort mit der deutschen Unterstützung jährlich 30.000 bis 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid gefördert werden.
Jetzt war es aber so, 2019, kurz vor dem Rücktritt von Evo Morales, wurde dieser Vertrag wieder gekündigt. Und Grund dafür soll die niedrige Gewinnbeteiligung Boliviens gewesen sein. Also das, was man eigentlich vermeiden wollte, ist dann halt doch passiert. Aber jetzt Anfang von diesem Jahres soll die neue bolivianische Regierung wieder auf das Unternehmen zugekommen sein. Also im Endeffekt ist das Problem, man ist da sehr, sehr abhängig von diesen Ländern, weiß aber nicht so genau, wo die Reise hingeht. Die haben jetzt auch wieder Pilotprojekte ausgeschrieben, wo dann Russland, China, die USA und so weiter mitmachen. Ob Deutschland die Ressourcen für den Batteriebau hier bei uns im Land überhaupt kriegt, ist ein bisschen abzuwarten. Kommt aber dem nächsten spannendes Video zu, weil tatsächlich wurde jetzt herausgefunden, dass es auch ein Lithiumvorkommen unter dem Rhein gibt. Aber dazu kommt das Video demnächst. Aber an der Stelle könnt ihr schon mal ein Abo dalassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Also, dieser Lithiumabbau durch Sohlegewinn, der ist nicht nur schlecht für die Umwelt, auch die Effektivität von dem Verfahren ist ziemlich fragwürdig. Denn dieser Verdunstungsprozess selbst ist erstmal ultra langsam. Von der Förderung der Sohle bis zum fertigen Lithium kann es bis zu 2 Jahre dauern. Und der ganze Prozess, der wird dann von Sonneneinstrahlung, dem Wind und Niederschlägen halt noch krass beeinflusst. Das heißt, es ist auch nicht wirklich planbar. Und dabei gibt es leider auch kaum technische Möglichkeiten, um das Ganze irgendwie zu kontrollieren. Aber zum Glück gibt es da noch eine alternative Methode, die ich euch gerne vorstellen möchte. Einem amerikanischen Startup ist da ein Durchbruch gelungen. Das Unternehmen verspricht eine deutlich effizientere Methode, um Lithium zu fördern. Lilac Solutions sitzt in Kalifornien und wird unter anderem vom Breakthrough Energy Fund, also diesem Ding, was Bill Gates gegründet hat, um erneuerbare Energien und Entwicklung für eine erneuerbare oder für eine nachhaltige Zukunft zu fördern, gegründet hat, unterstützt und vom Engine Fund des MITs. Das Startup hat so ein Verfahren entwickelt, mit dem Lithium ohne großen Wasserverbrauch aus dieser Lithiumsohle extrahiert werden kann. Das funktioniert mittels einer sogenannten Ionenaustauschtechnologie oder auch Ionenadsorption. Also im Gegensatz zu einer Absorption, wo ein Stoff im Inneren aufgenommen wird, wird bei der Adsorption der Stoff außen angelagert. Das funktioniert jetzt so, also es werden Kügelchen hergestellt, die mit einem Adsorber beschichtet sind. Dann werden sie in eine Säule gefüllt, durch die mit Lithium angereicherte Sohle sickert. Und dieser Adsorber an den Kügelchen, der ist mit H+-Protonen gesättigt. Im Endeffekt bleibt das Lithium sozusagen an den Kügelchen hängen bzw. tauscht den Platz mit ihnen. Und am Ende werden die Säulen mit Salzsäure durchgespült, um das gewünschte Metall zu erhalten. Und im Endeffekt ist das der einzige Prozess, den man braucht, und schon hat man Lithium. Nach eigenen Angaben des Unternehmens, und das muss man natürlich ein bisschen kritisch betrachten, zeigen aktuelle Testergebnisse eine mögliche Lithiumgewinnung von 99%. Außerdem werden pro Tonne gewonnenes Lithiumcarbonat nur 18.000 Liter Wasser verbraucht, was immerhin deutlich, deutlich weniger ist, als sonst nötig war. Da hat man dann mal so für eine Tonne bis zu 2 Millionen Liter gebraucht. Das hängt damit zusammen, dass für die Aufbereitung kein extra Wasser gebraucht wird. Abgesehen davon ist dieser Prozess deutlich effizienter, weil er halt nur wenige Stunden anstatt von 1 bis 2 Jahren dauert, und es müssen keine riesigen Verdunstungsbecken mehr gebaut werden. An dieser Stelle gibt es aber, und ihr kennt das aus meinen Videos, ein kleines Aber, diesmal kein großes Aber. Auch wenn es nur noch 18.000 Liter pro Tonne Lithiumcarbonat sind, muss man trotzdem die möglichen Folgen für die Umwelt im Blick behalten, vor allem weil in dieser Region Wasser halt einfach echt ein ungünstiger Rohstoff ist, also ein Rohstoff, den man nicht verschwenden möchte. Und ob wirklich dann diese 99% da gewonnen werden können, das muss man tatsächlich nochmal genau prüfen. Also da müssen externe Prüfer mal ran. Aber erstmal sieht es sehr, sehr vielversprechend aus. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit der argentinischen Mining-Firma Alpha Lithium zusammen und entwickelt seine Methode weiter. Ob sich das Verfahren jetzt durchsetzt und ob Länder wie Bolivien so einen ökonomisch und ökologisch besseren Lithiumabbau schaffen, das bleibt ein bisschen abzuwarten, aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und sobald es hier irgendwelche Updates zu gibt, informiere ich euch natürlich darüber, entweder über den Community-Tab oder hier ein Video auf dem Kanal. Also abonniert gerne den Kanal, macht die Glocke an. Und mich würde jetzt noch zum Abschluss interessieren, wie denn eure Haltung bei dem Thema ist. Also, werden wir auf andere Formen von Batterie setzen? Ich habe ja neulich was zur Zink-Luft-Batterie gemacht. Denkt ihr, sowas wird sich durchsetzen? Oder glaubt ihr persönlich, dass es einfach die Lithium-Batterie sein wird? Sagt mir das gerne mal in den Kommentaren und schaut mal hier das Video von Tektastisch an. Da mache ich natürlich auch einen kleinen Part und es geht auch um Lithium. Also, ich würde sagen, schaut da vorbei und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.